Ja, es gab Patch Notes und Infos zu dem letzten Server-Down, den wir gestern hatten. Und was steht da drin? Was wurde geändert? Wir schauen es uns an. Also gucken wir rein in die Patch Notes und da steht drin, liebe Angler, nachdem wir euer Feedback erhalten und die Daten zum Neujahrsevent analysiert haben, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass manche Herausforderungen zu schwierig waren. Das ist doch mal eine gute Info. Zu dem Schluss sind wir auch gekommen. Also, das ist doch schön. Aus diesem Grund haben wir einige etwas einfacher gestaltet und die Laufzeit des Events für Spieler, die zwischen dem 20. Dezember und dem 8. Januar am Spiel teilgenommen haben, um 15 Tage verlängert. Das ist doch nice. Das heißt, wir gucken mal eben rein. Zack, perfekt. Nochmal die Tage oben drauf. Und was ist noch drin? Gehen wir mal vom Timen aus. Ja, fange einen Timen jetzt nur noch mit 2,5 Kilo. Ja, der geht doch rein. Ist zwar immer noch ein bisschen eine Challenge, aber 2,5 war auf jeden Fall häufig zu hören. Wobei ja auch ganz häufig zu hören war. Vorher waren es ja 5 Kilo. Ich habe einen mit 4,5, ich habe einen mit 4,9 und so weiter und so weiter. Also 2,5 sollte doch machbar sein. Und als nächstes die Regenbogenforelle. 2 Kilo. War die 3 Kilo? Wahrscheinlich war die 3 Kilo, ne? Aber 2 Kilo, auch da natürlich immer noch ein Fisch, der recht random ist. Deswegen stehe ich schon jetzt hier am Kuori und hoffe natürlich, dass vielleicht sogar an der Population geschraubt wurde. Maybe. Versuchen wir es also. Ich werde hier gleich nochmal rausbrettern und testen und die Regenbogenforelle suchen. Das ist doch schon mal was. Ich habe noch gar nicht durchgeschaut. Gibt es noch andere Sachen? Gab es noch was, was schwierig war? Moskitosee 15, fange Trophäe am Moskito Windenbach, Gewicht 400 Gramm Pose. Ist da noch was Schwieriges? Die Zope. Die Zope. 100 Gramm Zope ist drin. Die war auf 300, ne? Oder mehr sogar. 300 Gramm. Ja. Die Zope wurde auch noch geändert. Das ist gut. Auch das ist ein Fisch, der ein bisschen tricky ist. Das sieht auch gut aus. Hecht 2,5. Ja, Hecht ist, glaube ich, auch runtergegangen vom Gewicht. Also es gibt schon noch ein paar Änderungen. Wahrscheinlich die Aufgaben, die dir noch fehlen oder wo du gesagt hast, ach, leck mich doch am. Da sind jetzt wahrscheinlich die Änderungen drin. Und da sind jetzt wahrscheinlich, ja, die Aufgaben nicht mehr ganz so schwierig. Das ist doch schon mal was, das hört sich doch gut an. Wir haben dabei viel gelernt, schreiben sie weiter. Und werden zukünftige Events entsprechend anpassen. Wir haben dabei viel gelernt und werden zukünftige Events entsprechend anpassen. Kommen zukünftige Events? Oder bezieht sich das einfach nur aufs Weihnachtsevent? Naja, werden wir sehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler, die trotz der Schwierigkeit bereits alle Herausforderungen abgeschlossen haben. Ja, haben ja auch tatsächlich einige geschafft. Einige tatsächlich auch in wenigen Tagen innerhalb der geschenkten Premium-Zeit. Das war doch nicht so verkehrt. Also das ist schon ziemlich krass, was da manche abgeliefert haben. Der Schwierigkeitsgrad einiger Neujahrs... Genau, jetzt kommen hier nochmal so die verschiedenen Punkte in den Patch Notes. Also Schwierigkeitsgrad der Neujahrsherausforderungen wurden verringert. Maximale Zeit wurde erhöht für das Neujahrsevent, also 15 Tage plus. Ein Bildschirm zum Anzeigen einer einzelnen Belohnung wurde implementiert. Okay. Lokalisierung indonesische Sprache. Ah, okay. Im Testmodus gibt es jetzt also auch Indonesisch. Nice.
Die Bootsparameter wurden falsch angezeigt. Das hatten wir, glaube ich, mehrfach auch gesehen. Auch im Discord immer diese Anzeige. Das ist bestimmt dieses 199 km/h oder was da war im Bootsanzeiger. Das wurde bestimmt behoben. Dann wurde behoben auf der SAT Triumph 20. Wurde eine falsche Rotation verwendet. Okay. Auf der Karte Alte Festung fehlten Umgebungsgeräusche. Auch das wurde behoben. Sehr nice. Und das Modell des pazifischen Neunauges wurde nicht angezeigt. Das fällt natürlich auch äußerst selten auf, wenn das Teil, das Neunauge, so super selten ist. Aber naja, das ist doch schön. Dann haben wir das doch auch wieder drin. Das passt. Und jetzt kommt noch einen Bonus sozusagen, auch richtig nice. Alle Spieler, die das Spiel während der technischen Probleme am 20. oder am 3. Januar betreten haben, die während der technischen Probleme das Spiel betreten haben, erhalten als Dankeschön für ihre Geduld einen Gutschein für 7 Tage Premium. Inventory. Der Gutschein wird im Rucksack hinzugefügt und kann jederzeit aktiviert werden. Also, gucken wir mal eben. Zubehör? Nee, Geschenke maybe. Genau, ganz unten in der Liste hier, ganz unten. Und dann ein Token mit 7 Tage Premium ist dazu gekommen. Jawohl, nice. Also, das kann man dann aktivieren, wenn man quasi die Zeit hat und dann hat man nochmal Happy Hour, dann kann man vielleicht nochmal jetzt vielleicht ein bisschen Silber sparen und dann nochmal gezielt 7 Tage aktivieren und dann nochmal schön die Prozente hochpushen, zum Beispiel ja entweder hier bei den Montagearten bzw. Angelarten oder dann eben hier bei den Köderbeschaffung oder Angelfutterzubereitung, bei den Berufen sozusagen, wenn man da noch ein paar Prozente braucht. Ja, das hört sich doch alles in allem ganz gut an. Das waren die Patch Notes. Daher die Überarbeitung. Die Server waren auch schneller wieder on. Ich war um kurz nach 12 war ich auch schon wieder drauf. Ja, läuft das Ganze. Nicht schlecht. Und ich bin sehr gespannt, ja, was natürlich zum einen bedeutet für zukünftige Events, ob das vielleicht tatsächlich noch weiter kommt oder immer mal wieder sowas kommt. Das wäre natürlich richtig nice. Warten wir es also ab, wie da das Game weiterentwickelt wird und was sich da tut. Mit den Schwierigkeiten sehr, sehr gut, dass das eben überarbeitet wurde und ja, dass das dann einfach, ja, einfach auch ein bisschen mehr Spaß macht. Darum geht es ja, einfach ein Event, wo man eben entspannt nebenbei so als Bonus sozusagen nochmal ein bisschen was rausziehen kann. Ja, so viel dazu. Ich glaube, das als kurze Info, das reicht. Dankeschön für die Verlängerung, coole Aktion. Danke auch fürs Hören auf die Community. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich da auch ja, aus diesem ganzen Feedback eben auch gehört fühlt. Ich denke, das ist ein ganz guter Move von RF4, dass da eben reagiert wird. So, und ich hocke mich jetzt hier gleich ins Boot und suche weiter Regenbogenforellen in der Hoffnung, dass die vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert jetzt. Also, ran da ihr Lümmels. Petri, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, mittwochs und freitags immer live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin, Petri.